Wie jedes Jahr nehme ich mir zu Weihnachten vor, die Spiele nachzuholen, die ich über das ganze Jahr hinweg nicht spielen konnte. Und das wird auch garantiert klappen. Ne? Cyberpunk spiele ich auch durch. Last of Us Part 2 natürlich von mir beendet. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich werde ich nichts von all dem machen, sondern stattdessen einfach No Man's Sky weiterspielen. Weil das hat genau die richtige Portion Langeweile für mich. Ich werde dieses Jahr zur Weihnachtspause mal nicht zocken, sondern Bücher lesen. Aber ich habe in den letzten Monaten schon ein bisschen was gezockt und durchgespielt und habe deswegen jetzt drei coole Empfehlungen für euch. Und zwar wäre es zum einen Superliminal, falls ihr Lust auf super Rätselspaß habt. House on the Hill, falls ihr Lust auf super Gruselspaß habt. Und weil Point-and-Click-Adventure ein Jahr ohne Point-and-Click-Adventure geht bei mir nicht, hätte ich noch Gibbs. Ist super schön gezeichnet und vertont. Try it out. Ich freue mich richtig doll auf Ratchet & Clank Teil 2. Das ist so ein ganz besonderes Ding von meinem Bruder und mir. Und wir kommen irgendwie nur so zur Weihnachtszeit wirklich richtig ohne Druck und andere Probleme zusammen. Und werden das wahrscheinlich zusammen spielen. Und das wird super. Ah, das war komisch. Aber egal. Ihr wisst, das Jahr ist vorbei, man hat Zeit. Man kriegt keine Termine mehr, man kann wirklich sich um Dinge kümmern. Und das nutze ich auch und werde einen Raum umbauen zu einem temporären VR-Raum. Und dann werde ich mir Half-Life Alyx nochmal wieder zu Gemüte führen. Ich habe so Bock, nochmal wieder in die VR-Welt einzutauchen, denn das Spiel war unfassbar gut. Eins der besten Spiele dieses Jahres, möchte ich meinen. Und ich habe es für mich noch nicht so richtig, ich bin noch nicht satt, sagen wir es mal so. Ich möchte in die Schränke gucken, ich möchte die Combine auf verschiedenen Arten zerstören. Und dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, einen Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Und das bedeutet, zu viel aufzustapeln. Weil ich weiß genau, es ist wenig Zeit, es sind viele Spiele, das wird wieder super knapp. Und bevor ich mich enttäuscht dann wieder nur auf ein Spiel konzentrieren muss, konzentriere ich mich bewusst auf ein Spiel. Und dieses Jahr wirklich versprochen und ganz fest vorgenommen, Nier Automata. Pile of Shame ganz, ganz oben, habe ich mega Bock drauf. Und dieses Jahr muss es soweit sein. In der Weihnachtspause muss ich mich nur erstmal an Cyberpunk ranmachen. Das habe ich mir noch nicht angefangen. Und ich glaube, das wird dann auch höchste Zeit, dass ich das durchgespielt bekomme, dieses Jahr noch. Ansonsten muss ich meinen Pile of Shame ein bisschen abarbeiten. Und ganz oben auf der Liste stehen die alten Yakuza-Spiele. Ich habe nämlich echt richtig Bock, mich durch Tokio durchzuschlagen und durchzuprügeln und keine Ahnung was. Ich freue mich drauf. Natürlich zocke ich Cyberpunk, weil das Spiel jetzt rauskommt und ich schon richtig scharf drauf bin. Ich habe eine Kiste zu Hause stehen, die schreit nach aufwendigen Spielen. Die hat ein Schweinegeld gekostet, die muss endlich gefüttert werden. Und ich hoffe, dass das Spiel dafür taugt. Für geile Grafik vor allen Dingen. Ich habe leider gelesen, dass es unendlich bugverseucht ist. Also spiele ich es vielleicht auch erst nächstes Jahr. Und dann habe ich nichts zu Weihnachten. Weil ich den großen Vorteil hatte, dass ich Cyberpunk jetzt schon für Gen 2 spielen durfte und das ja quasi schon von meiner Liste abgehakt ist, werde ich aus meiner Weihnachtspause die großen PlayStation 5 Festwochen machen. Ich werde in Astro's Playroom abtauchen, ich werde endlich mal Demon's Souls spielen, wo ich richtig Bock drauf habe. Dann werde ich noch mehr Zeit in Spider-Man Miles Morales verbringen. Alles, was irgendwie so in diesem Next-Gen PlayStation 5 Kosmos stattfindet, das lege ich mir auf die Zahn. Ich bin gerade wieder heftig im Hollow Knight Fieber. Ich habe das vor Jahren schon mal gespielt, allerdings nie ganz durch und ich wollte nicht nachgucken, weil ich nicht weiterkam und dann ist es liegen geblieben. Aber jetzt habe ich einen neuen Run gestartet und ich finde es fantastisch, ich liebe es. Da habe ich noch zu tun, dann habe ich noch Ori 2 auf dem Zettel, das habe ich mir für Weihnachten aufgehoben. In Hades will ich vielleicht reingucken, weil da alle davon schwärmen und dann steht da noch dieses Spiel mit C auf dem Wunschzettel. Wie viele andere werde ich natürlich auch Cyberpunk spielen, aber ich habe auch Graveyard Keeper für mich entdeckt. Das ist ein bisschen wie ein schwieriges Stardew Valley mit schwarzem Humor, würde ich mal sagen. Schwierig, weil es einem überhaupt gar nichts erklärt und teilweise ein bisschen grindig ist, groß und ganzen aber wahnsinnig viel Spaß macht. Der Humor mir mega gut gefällt, es gibt zum Beispiel einen Kommunistenesel. Es ist einfach wirklich sehr witzig, macht viel Spaß und die Zeit geht relativ schnell rum. Große Empfehlung. Ja, was spiele ich denn so die nächsten Tage? Wahrscheinlich alle angefangenen Spiele, oder viele davon, die ich noch nie beendet habe. Somit ist mal endlich mal eine gute, richtig gute Möglichkeit, die alle zu Ende zu spielen. Quatsch, will ich nicht. Ich will natürlich Cyberpunk 2077 spielen. Bestes Genre aller Zeiten. Kleiner Underdog bis jetzt, somit egal. Cyberpunk 2020, Philip K. Dick, William Gibson, Neuromancer, Matrix. Alles geiler Scheiß, Cyberpunk. Immer. Am liebsten würde ich Cyberpunk spielen, aber da ich meinen Rechner nicht bei meinen Eltern habe, wo ich meine Weihnachtszeit verbringe, werde ich Dark Souls nachholen. Und zwar sponsert mir ein Kumpel seine PS4 Pro mit der Remastered-Version.
Das liegt nämlich auf meinem Pile of Shame. Ich habe Dark Souls nur auf dem PC komplett gemoddet, nur zur Hälfte durchgespielt. Und das werde ich jetzt durchrotten. Ich hab Bock. Ja, in der Weihnachtspause werde ich ziemlich viel zocken. Ganz oben auf meiner Liste steht Demon's Souls. Das habe ich gerade eben durchgespielt. Aber ich bin so heiß auf das Spiel, dass ich Bock habe, es einfach noch ein zweites oder drittes Mal durchzuspielen. Und ich hole mir einfach Platin. Das habe ich bei Dark Souls 3 schon gemacht und da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht hole ich sogar noch die Titel aus der Souls-Reihe nach, die mir noch fehlen. Ganz oben auf der Liste steht da Bloodborne. Mal gucken, ob ich dafür genug Zeit habe. Ansonsten nebenbei spiele ich noch ein bisschen dieses Cyberpunk, von dem alle reden. Aber es ist ja eh nicht so umfangreich. Das kriege ich locker noch weggezockt in der Weihnachtspause. Ja, ich weiß, dass wahrscheinlich ziemlich viele Cyberpunk gesagt haben, aber für mich wird es nicht Cyberpunk, sondern ich werde Haven spielen. Und zwar bin ich auf dieses Spiel bei der Recherche für die Spielevorschau im Dezember gekommen und ich spiele seitdem nichts anderes mehr. Also keine Ahnung, es ist ein Singleplayer- oder Koop-Game. Ich spiele das gerade alleine seitdem die ganze Zeit und es wird auch das Spiel sein, was ich in der Weihnachtszeit spielen werde, weil es super ruhig ist, es ist super atmosphärisch und es passt von der Stimmung her irgendwie mega, mega gut. Und deswegen ist mein Spiel auf jeden Fall Haven. Ey, wie immer zum Ende des Jahres ist der Pile of Shame riesengroß. Ich habe noch so viel vorzuspielen. Ich habe dieses 13 Sentinels Aegis Rim angefangen, muss es zu Ende bringen. Ich habe Miles Morales mir geholt. Ich wollte mal in The Pathless reinspielen. Cyberpunk interessiert mich jetzt mittlerweile irgendwie aber auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, werde ich erstmal alles in die Seite schieben und Platin in Demon's Souls machen. Man muss Prioritäten setzen. Ich zocke in der Weihnachtspause nicht Cyberpunk, da warte ich nämlich noch, sondern ich zocke Destiny 2. Das ist nämlich mit Beyond Light wieder richtig geil geworden und ich habe außerdem gestern Edge of Tomorrow den geilen Raketenwerfer gedroppt bekommen, damit werde ich jetzt alle wegficken im Gambit. Und ein bisschen Demon's Souls spiele ich auch noch, das ist auch nice. Ich muss noch ein bisschen farmen, ich brauche noch einen Pure Bladestone. Da muss ich dieses blöde schwarze Skelett da weghauen, das ist übelst nervig, das one-shottet mich immer. Und dann muss ich das immer flawless machen. Aber kriege ich hin. Manchmal schubse ich von der Klippe. In der Weihnachtspause werde ich auf jeden Fall SnowRunner spielen. Da gibt es ja aktuell die Expansion Explore and Expand in Kanada. Da habe ich noch sehr viele Lieferaufträge zu tun und das macht richtig viel Spaß. Wenn mir dann langweilig wird, dann werde ich mal zu Destiny 2 Beyond Light rüberschauen. Das habe ich wieder angefangen zu spielen. Wollte es eigentlich gar nicht, aber es macht seit dem Next-Gen-Patch dann doch Spaß. Und wenn ich nicht an mich halten kann, dann werde ich auch mal Cyberpunk ausprobieren, wobei ich mir da vorgenommen habe, das Spiel zuerst, wenn es ordentlich gepatcht wurde. Es gibt natürlich einige große Titel, die ich jetzt alle zocken könnte in der Weihnachtspause, aber sind wir ehrlich, ich nutze die Feiertage wahrscheinlich nur, um Pikmin 3 ein viertes Mal durchzuspielen. Ganz entspannt auf der Couch, ein bisschen daddeln, keine großen Projekte, ich glaube, ich brauche die Pause echt schon ein bisschen durchatmen. Also insofern, ja, bleibt wohl dabei. Irgendwie Cyberpunk sowieso irgendwann erst nächstes Jahr und so. Vielleicht noch ein bisschen Hades hinterher, aber ja, ganz entspannt. Also jetzt ist der Moment, wo ich Werbung machen kann für There is no Game. Ne? Holt euch dieses Spiel, es ist mein Top-Spiel des Jahres. Das zocke ich auch hier, ich bin schon durch, zocke es trotzdem mit der Weihnachtspause. Zeigt es euren Freunden, verschenkt es einfach wahllos an Leute. Es ist das beste Spiel des Jahres. There is no Game, This is not a Game, keine Ahnung wie es heißt. Ihr findet es, wenn ihr das eingebt bei Steam und dann direkt auf Kaufen klicken. So, das sind meine 30 Sekunden, mal gucken, was ihr daraus schneidet. Tja, das zocken wir in der Weihnachtspause, aber was zockt denn ihr in der Weihnachtspause? Schreibt es in die Kommentare, vielleicht sind da noch ein paar coole Tipps für uns oder auch für alle anderen dabei. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und macht die Glocke an, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn wir ein neues Video raushauen. Und apropos Videos, davon haben wir auch noch zwei für euch, eins aus dem Funknetzwerk und eins von uns. Viel Spaß damit und tschüss!